Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich würde gerne mit einem Zitat einsteigen, weil der Kollege Fussem immer uns mit philosophischen Zitaten am Anfang beglückt. Das ist jetzt kein philosophisches, aber es ist ein Zitat, mit Erlaubnis des Präsidenten. Und zwar von Jürgen Fenske, Vorstandsvorsitzender der KVB in Köln und auch Vorsitzender bzw. Präsident des VDV, also des Verbandes der Verkehrsunternehmen. Der sagte nämlich in Köln vor 3 Wochen bei der Vorstellung der ersten 8 auch vom Land mitgeförderten E-Busse Folgendes: Wir werden die Energiewende und die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn wir auch die Verkehrswende schaffen. Dafür brauchen wir die E-Mobilität. Ein kluger Satz, wie ich finde, ein Sozialdemokrat, ein kluger Satz von Herrn Fenske, und der gibt auch die entsprechende Zielrichtung vor. Es ist so, dass im Verkehrssektor auch heute 20% der klimaschädlichen Emissionen anfallen. Deswegen ist es eine Aufgabe, die sich wirtschaftspolitisch stellt, es ist eine Aufgabe, die sich verkehrspolitisch stellt, und es ist eben auch eine Frage, die sich umweltpolitisch stellt. Und ich muss sagen, Herr Kollege Rehbaum, in Ihrer Rede habe ich eben viele vernünftige Ansatzpunkte rausgehört. Ich würde mir ehrlich gesagt dann wünschen, dass Sie die Rede mal beim CDU- oder CDU-CSU-Kongress in Berlin halten, weil die Politik, die da in Berlin gemacht wird zum Thema Elektromobilität, die ist nicht ausreichend. Und zwar nicht deswegen, weil wir alles nach Berlin schieben wollen. Aber wenn ich mir das Gesetz, was Sie da eben positiv herausgestrichen haben, das Elektromobilitätsgesetz hier positiv erwähnen, das, was Sie da an Fördermechanismen genannt haben, also dass E-Pkw jetzt auch auf der Busspur fahren können, dass E-Pkw manche Parkplätze kostenlos nutzen können etc., das ist doch völlig unzureichend. Ohne ein vernünftiges Förderprogramm, was monetär hinterlegt ist, ob es jetzt eine reine Kaufprämie ist, ob es eine Bonus-Malus-Geschichte ist, ob man steuerliche Privilegien für E-Auto-Käufer schafft, ohne diese Privilegien, ohne diese sozusagen Qualifikationen und ohne diese Möglichkeiten zu einer weitergehenden Förderung wird es nicht den Push in der deutschen Automobilindustrie geben. Da bin ich fest von überzeugt. Das, was in diesem Gesetz drin ist, das, was in diesem Gesetz drin steht, ist auf jeden Fall nicht hinreichend. Und bevor von Seiten der FDP, Herr Rasche ist ja gleich dran und sozusagen seine Spezialpunkte bei jeder Rede ja in letzter Zeit ist ja das, dass er die Grünen hier entsprechend kritisiert. Ich bin völlig davon überzeugt, dass wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren zahlreiche und ausreichend PKWs auf unseren Straßen haben. Es geht überhaupt nicht um ein Gegeneinander. Die Zukunft liegt in einem modernen, guten Mobilitätsmix. Aber zu diesem guten Mobilitätsmix gehört eben auch, und auch gerade bei der Elektromobilität, dass wir Elektromobilität breiter denken. Elektromobilität heißt eben auch ÖPNV-Förderung und Ausbau, da wo 100 Jahre und über 100 Jahre Elektromobilität entsprechend gelebt wird. Dazu gehören entsprechend auch Fahrräder. Wir haben ja einen absoluten Boom im Bereich der Elektrofahrräder, über 2 Millionen verkaufte E-Bikes und Pedelecs auf unseren Straßen ohne einen Cent Förderung. Und dazu gehört eben auch, dass man die verschiedenen Bereiche durchdekliniert. Für mich, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund einer reinen Kaufprämie, so. Aber für mich ist klar, es muss eine steuerliche Förderung und Anreize geben. Und man muss in die Bereiche gucken, wo es sich lohnt, Elektromobilität einzusetzen. Das ist insbesondere im Bereich der Lieferverkehre, also da, wo entsprechend die Lieferwagen kontinuierlich in den Innenstädten unterwegs sind. Das ist im Bereich vom Carsharing und das ist natürlich insbesondere auch im Bereich von Taxiunternehmen etc. Also da überall, wo Pkw kontinuierlich unterwegs sind auf unseren Straßen. Da rechnet sich umweltpolitisch auch Elektromobilität. So, ich bin kein großer Freund davon zu sagen, es reicht aus, wenn wir die heutigen Verbrennungsmotoren, also die Verbrennungs-Pkw durch Elektro-Pkw austauschen. Die Straßen sind genauso voll, die Stausituation ändert sich nicht, es gibt einen hohen Rohstoffeinsatz bei der Herstellung dieser Pkw etc. Aber da, wo Staat handeln kann, das ist doch da, wo wir gucken, dass wir die Lieferverkehre insbesondere im Bereich der letzten Meile auf E-Mobilität umstellen, dass wir entsprechende Lademöglichkeiten schaffen, das hat der Kollege Rehbaum auch eben angesprochen, das ist das A und O, dass wir Ladesäulen installieren, dass wir auch gerade für unsere Elektrofahrräder entsprechende Lademöglichkeiten haben. Und da können wir, finde ich, Herr Präsident, das auch als Anregung hier im Hohen Haus direkt anfangen. Also Unternehmen und Institutionen, die sich dadurch auszeichnen, modern, mobil zu sein, die haben entsprechende Lademöglichkeiten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir hier im Landtag entsprechende Möglichkeiten haben oder schaffen für E-Pkw, für Elektrobikes, hier entsprechend
während der Plenartage oder während der Arbeitszeiten die Geräte und die Wagen entsprechend aufzuladen. Ich fände es gut, wenn das Landtagspräsidium entsprechend hier die Möglichkeiten auch dafür schaffen würde. Was ganz klar ist, ist, dass die Automobilindustrie diesen Innovationsmarkt verschlafen hat. Ich erinnere mich daran, wir hatten mal einen grünen Bundesparteitag im Jahr 2000 in Münster. Da gibt es ja immer so einen Markt der Möglichkeiten. Und ungewöhnlich für einen grünen Parteitag waren da mehrere Automobilhersteller oder Aussteller. BMW, VW etc. Ich habe damals gearbeitet für die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Wir hatten so einen Messerundgang. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass VW und BMW beide sagten, in 5 Jahren sind die E-Wagen und die Wasserstofffahrzeuge sind entsprechend marktreif. Und bis 2010 haben wir 20% E-Mobilität auf unseren Straßen. Bis 2010. So, jetzt sind wir im Jahr 2016. Es gibt seit 2009 das Förderprogramm der Bundesregierung, 1 Million E-Mobile auf unseren Straßen. Und wir sind heute nicht mal bei 25.000 verkaufter Fahrzeuge. So, das macht deutlich, sowohl die deutsche Automobilindustrie hat hier geschlafen, hat eben diesen Innovationsmarkt nicht für sich erkannt, aber auch die entsprechende Anreizförderung ist nicht ausreichend. Und deswegen muss doch unser Appell sein, sowohl in Richtung Bundesregierung, in einem zweiten Elektromobilitätsgesetz gut zu überlegen, welche Anreizmechanismen werden hier geschaffen. Und es geht der Appell nochmal an die deutsche Automobilindustrie, wenn ihr nicht enden wollt wie die deutschen großen Energieversorger, also mit einem großen Problem im Innovationsbereich und was die Arbeitsplätze angeht, dann geht es heute darum, die Chance zu nutzen, mit guten Angeboten im Bereich von E-Autos die Zukunftsmärkte zu erschließen. Das muss, finde ich, der Appell sein am Ende. Es richtet sich sowohl an den Bund mit guten Vorschlägen als auch an die deutsche Automobilindustrie. Wir brauchen hier Innovationen und das werden wir entsprechend aus Nordrhein-Westfalen auch unterstützen und begleiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus